Union, aber das ist nicht immer so klar. Häusling für eine Minute. Ja, Herr designierter Kommissar, Sie haben ja Antworten gegeben. Da habe ich erst gedacht, die hätte Ihnen Herr Hogan aufgeschrieben, weil Sie, wenn man das liest, das ist alles Business as usual. Sie finden die Vorschläge von Herrn Hogan auch ganz in Ordnung. Aber Sie vermissen, lassen konkrete Antworten vermissen. Was wollen Sie denn wirklich konkret tun, um den massiven Verlust an Biodiversität aufzuhalten? Landwirtschaft ist einer der Hauptverursacher. Sie geben überhaupt keine Antworten, wie Sie 40% der Klimagase verringern wollen in der Landwirtschaft. Sie sagen dann, man sollte den Landwirten, die werden das schon wissen, was zu tun ist, und die Mitgliedstaaten sollen entscheiden. Das kann keine Antwort sein von einem Kommissar, von dem ich eigentlich erwarte, dass er erstens neue Vorschläge auf den Tisch legt. Die konkrete Frage, werden Sie das tun? Wie konkret werden Sie bei dem Ziel, benennen Sie doch mal konkret die Ziele Ihrer Vision von zukünftiger Landwirtschaft. Sie haben mit keinem Wort die biologische Landwirtschaft erwähnt. Wie sehen Sie die? Sie haben nicht erwähnt, dass es auch um Pestizidreduzierung geht, was Ihnen Frau von der Leyen aufgeschrieben hat. Wie wollen Sie diese Ziele erreichen? Da sind Sie völlig unkonkret. Werden Sie doch mal an bestimmten Punkten konkret, wie Sie das erreichen wollen. Herr Wojciechowski für 2 Minuten. Thank you. It's very difficult. Ja, es ist sehr schwierig, alles in einer 2-minütigen Antwort zu präsentieren. Aber Herr Häusling, ich würde natürlich meinen Ansatz vorstellen, meine Vorschläge, eine umweltfreundliche Landwirtschaft zu schützen, die die biologische Vielfalt schützt. Zum Beispiel, nur mal als Beispiel, es können Kleinlandwirte unterstützt werden, die beispielsweise Futtermittel vom eigenen Hof benutzen, statt Soja aus Brasilien oder Argentinien zu importieren. Also Landwirte, die bei der Viehzucht die Tierfuttermittel verwenden, die auf dem eigenen Hof erzeugt werden. Ich werde mich auch einsetzen für Tierwohl, das habe ich schon eben gesagt. Für mich ist das sehr wichtig. Es geht darum, die Standards anzuheben, weniger Dichte, Besatzungsdichte oder zum Beispiel Sommerweiden stärker zu nutzen. Zum Beispiel, dass in der großen Landwirtschaft auch Stroh verwendet wird für Schweine. Insgesamt werde ich mich für eine umweltfreundlichere Landwirtschaft einsetzen. Das ist meine Idee. Vielen Dank, Herr Kollege Häusling, für die Nachfrage. Konkret war jetzt die Antwort nicht, aber gut, wir hoffen dann auf Ihre Vorschläge. Aber sagen Sie noch mal was, Sie haben auch von kleinen Bauern geredet, diese ungleiche Verteilung von Geldern. Wie wollen Sie denn das ändern, dass wir mehr die kleinen Bauern in der Europäischen Union stützen und nicht die Großbetriebe am meisten von Flächenprämien profitieren? Wie sieht es aus mit der externen Konvergenz? Es gibt große Unterschiede in den Zahlungen zwischen den Mitgliedsländern. Also gerade die baltischen Länder haben einen Bruchteil von dem, was andere Länder haben. Und drittens noch mal die Frage, Kürzungen in der zweiten Säule der ländlichen Entwicklung, die sollen 30% betragen in der Finanzierung. Wie können Sie denn das verantworten? Da müssen Sie doch darauf drängen, dass wir in der ländlichen Entwicklung wirklich mehr investieren als das, was in den Plänen vorgesehen ist. Herr Wojciechowski für 1 Minute. Thank you very much. Vielen Dank. Um Kleinlandwirte zu unterstützen, da gibt es beispielsweise Möglichkeiten im zweiten Pfeiler. Ich sehe auch das Problem, dass viele Betriebe unter dem zweiten Pfeiler eine kleine Gruppe von Nutznießern haben. Der große Teil des zweiten Pfeilers richtet sich an eine geringe Zahl von großen Betrieben. Das System sollte demokratischer sein. Mehr Landwirte sollten in die Lage versetzt werden, auch Nutznießer des zweiten Pfeilers zu werden, wie ich das eben erklärt habe. Also umweltfreundlicher Landbau, organischer Landbau, das ist die Richtung. Ich werde diese Richtung der Reform fördern. Und der zweite Pfeiler, das ist eine große Chance für die Kleinlandwirte.